Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Desert Online. Und ja, in der letzten Folge war es ja ein bisschen chaotisch am Ende, da der Server nicht reagiert hat. Und ich hoffe mal, es wird jetzt, ist jetzt besser, ist jetzt eigentlich direkt danach. Ich habe jetzt gerade den Quest gewartet, bis der Quest aktiviert wurde. So, und jetzt gucken wir mal, kann ich mit dem Schwarzgeist reden? Ich kann mit dem Schwarzgeist reden. Okay, so, Boss. Ork, der Unersättliche, okay. Denkt ihr, ihr habt die Rot-Orks besiegt? Nicht so schnell, mein Freund. Der Anführer der Rot-Orks-Ork, heißt er einfach nur Orgi, ist immer noch da. Ihr müsst ihn besiegen, um sagen zu können, dass ihr die Orks besiegt habt. Okay. Und sogar dieser arrogante Bordi, er hat sich noch nicht diesem großen Kerl gestellt. Fangen wir an. Okay, was haben wir noch? Schwarzgeist Geschenk. Guck, wieder ein Geschenk. Yay. Das ist gut. Ich kann nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Toll. Dann rennen wir schon mal zurück. Weil ich kann gerade nicht. Achso, jetzt. Oh, gerade eben ging's nicht. So, und gefällt es euch? Ja, das gefällt sehr gut. Das ist schön. Neue Rüstung. Ach, wir können. Warte mal, bevor wir jetzt. Ich hoffe, das geht. Bevor wir jetzt da runter gehen. Können wir noch ein paar Sachen verkaufen? Weil der hier ist auch ein Händler. Und zwar so. Ding. Tschüss. Die Pilze, die ja, braucht keiner. Zähe Flüssigkeit. Ja, tschüss. Wenn man die braucht, dann sollte man, ja. Gut, die Fische und diesen Gutschein kann man auch mal wegschmeißen. Das behalten wir mal. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Den kann man verkaufen. Den kann man im Marktplatz verkaufen. Dann müssen wir langsam mal wieder nach Heidel zurück. Aber gut. Geht auch so. Also wir müssen jetzt da rüber. Und zwar Ork. Also der Ork. 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 Nee, Ork. Ist ja kein Ork, ist ja nur ein Ork. Ne? So. Das Pferd lassen wir hier stehen, weil da drüben ist auch Gegner. Und ja. Südliche Neutralzone. So neutral sind die jetzt auch nicht hier. Dann haben wir hier noch eine Brücke. Zum Glück ist sie ganz. Also halbwegs ganz. Und hier hinten haben wir wieder ein Tutorial. Warte, jetzt müssen wir erstmal ihn hier besiegen. So. Ich will nur gucken, habe ich jetzt eigentlich mittlere Tränke? Komm, die mittleren Tränke tun wir uns auch mal da unten rein. Einfach nur zur Sicherheit. Ich denke mal nicht, dass wir sie brauchen, aber zur Sicherheit. Oh. Oh, der. Magier. Macht da eigentlich irgendwas? Wow. Aua. Hey. Ah, aber der hat nicht in meine Richtung geschossen. Gut. Jetzt hat er in meine Richtung geschossen. Oh. Wir brennen. Ist ja gut. Machen wir denn eigentlich Schaden? Oder? Nur, dass wir ausweichen können. Wir brennen die ganze Zeit. Aua. Also schon gut, dass wir die Tränke haben. Ah, Mist.
Moment, die treffen den gar nicht. Aua, aua, aua. Ey, meine Fresse. Mach auf. Also treffen, okay. Ich weiß auch gar nicht, wie man hier am besten ausweichen soll. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Okay. Na gut. Ihr scheint dieses Mal euer Leben riskiert zu haben, oder? Ihr scheint aber besser zu sein als Bordi. Yeah, Bordi, yeah. Wird eigentlich Bordi? Bordi oder Bordier ausgesprochen? Französisch oder irgendwie anders? Ich habe keine Ahnung. Gut, Quest. Bordi, Banditenjäger. Okay. Da wir bereits hier sind, wie wäre es, wenn wir ebenfalls in die Höhle auf der anderen Seite gehen? Dort sind bösartige Kreaturen, die genauso schlimm sind wie die Rotorks. Die Menschen nennen sie Banditen. Hehe. Eliminieren wir sie. Mal sehen. Da drüben ist ein einfacher. Was? Das ist ein Kommandant, der von Gerechtigkeitssinn erfüllt ist. Was? Da ist ein einfacher. Okay. Komisch. Schenk des Schwarzgeist. Oh. Okay, ja, schön. Schön. Ich frage mich immer noch, warum man dann rausgehen muss und dann wieder rein. Das will ich einfach sofort den Quest annehmen. Okay. Aber noch mehr weiteres Ding. Mal ich mal gucken, was kann man hiermit eigentlich schon machen? Kann man für 30 Minuten kriegt man Effekte. Okay, das könnte man mal wegschmeißen, den Fisch. Also wie den Gutschein. Und diesen Fisch. Müssen wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja, den Rest. Gut. Genau. Jetzt müssten wir da rüber. Also wir müssen erstmal wieder zur Brücke. Und es fängt an zu regnen. Es hat angefangen zu regnen. Aber jetzt aber richtig. Hat es eigentlich schon mal geregnet, wie ich aufgenommen habe? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, sogar Gewitter. Uiuiui. Das ist ja mal ganz neu. Nee, Gewitter hatten wir noch nicht gehabt. Okay, ja, dann reden wir mal mit ihm hier. Wie heißt er denn eigentlich? Nur Hauptmann. Einfach nur Hauptmann. Oh gut. Hallo Hauptmann, wie geht's? Werdet ihr helfen, die Banditen zu vernichten? Merkt ihr überhaupt, wie gefährlich sie sind? Nein. Noch nicht? Wir haben noch nicht mit ihnen gekämpft. Banditen aus Banditen ausmerzen. Okay. Ich bewundere eure Kühnheit, aber ich möchte nicht, dass euch etwas geschieht. Der entschlossene Blick eurer Augen berührt mich. Er erinnert mich daran, warum ich Soldat geworden bin. Gut, ich könnte die Banditen bestrafen. Beginnt mit denen in der Biragi-Höhle. Sie ist ganz in der Nähe. In einer Höhle, okay. Wir haben ja sehr viele Quests, sehe ich gerade. Also, ja. Egal. Die nehme ich nicht hier an, weil hier bringen die mir sowieso nichts zu machen. Deswegen müssen wir vielleicht nochmal irgendwann mal nochmal. Du. Wir sollen jetzt sie hier besiegen, okay. Oh, Wolfe. Es hat auch sehr schnell aufgehört zu regnen. Wo müssen wir denn jetzt gegen Wölfe kämpfen? 30 Banditen, uiuiui. Ich halte noch ein bisschen was aus. Den müssen wir nicht besiegen, okay? Ah, das sind noch verschiedene, die ich halt sehe. Diese Wölfe, ne? Gut, haben wir den Banditenkrieger schon mal die Infos? Die brauchen wir nicht. Machen wir auch nicht.
Die beiden brauchen wir aber. Bündel Pergament, was man auch immer damit machen kann. Als ob ein Bogenschütze gegen uns eine Chance hat. Die Kamera hängt wieder mal am Baum fest. Voll blöd, ey. Oh, hier sind viele. Hier sind schön viele. Tschüss. Einfach so mitten im Kampf ploppt dann diese Daily Mission auf. Diese Daily Belohnung. Das ist... Ja, am Wochenende kann man sich die auch zweimal abholen. Also wenn ihr mal in der Wochenende spielen konntet. Wenn ihr vergessen habt reinzugehen, kriegt ihr immer noch am Wochenende zweimal reingehen. Also Samstag und Sonntag. Kriegt man zweimal eine Belohnung. Nur noch so richtig verstanden, wann man dann die nächste bekommt. Das habe ich noch nicht so ganz. Also kommt bestimmt mit der Zeit. Ich glaube nach 2 Stunden. Ne, nach einer Stunde. Also wenn man sich eingeloggt hat, 1 Stunde später kriegt man dann die zweite Belohnung. Sieht's aus. So, ihr Banditen. Habt ihr euch hier aber sehr schöne Ruinen ausgesucht. Muss ich sagen. Muss ich schon sagen, ja. Da ist doch keine Höhle hier. Nee, das ist doch keine Höhle. Das ist doch eine Ruine auf dem Berg. Ja, komisch. Riesenbandit, okay. Dass man die Bogenschützen nicht besiegen muss. Was? Ruf der Erde. Warte mal jetzt. Falsch. Da. Nein. Hier. Was muss man da machen, dass man das bekommt? Rechts und Shift. Ach, das ist dieser Aufladungs... Ah. Okay, den machen wir mal. Wir haben noch 40 Punkte. Ich würde mal sagen, wir lernen... Was macht das? Diese Aufladungs... Ja gut, ich lerne mal die... So... Machen wir mal so. Da oben. Wo sind die? Die sind doch unter uns, oder? Gibt's hier wirklich eine Höhle? Komisch. Ganz komisch. Müsst du gern wissen, wo der Eingang ist. Hier. Warum haut denn der jetzt ab? Hey, Kamera. Maus. Wenn dann gleich mal ein paar Gegner da vor uns sind, will ich mal gerne diese Spezialattacke austesten. Komm mal her. Ah, falsch. So. Okay. Ja, okay, das ist ja. Wenn da ein paar mehr sind, macht das bestimmt ein bisschen mehr Schaden. Wir haben noch gerade von dem Türm da abgeschossen, aber gut. Hier haben wir noch so eine Wiese. Okay, aber was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Halbbisstein-Banditenkrieger. Wo auch immer die sind. Hm.
Und wir kriegen auch sehr viel Goldstaub. Ich weiß noch nicht, was man damit macht. Haben wir den ersten Halb bis dein... Was ist das eigentlich? Haben die so einen halben Stein in der Hand, oder was? Nee, hä? Das ist komisch. Die Namensgebung hier ist... ja. Oder heißt so der Ort hier? Hier, jetzt brauchen wir nur noch drei Riesen, dann haben wir es. Noch zwei Riesen. Gehen wir mal in dieses Lager hier rein. Oh, schon wieder einen Kampfpunkt erhalten. Das geht sehr schnell mit den Kampfpunkten. Und die Ausdauer hat sich erhöht. Ui, schön. Wir können mehr Pfeile schießen. Ja, wenn die Ausdauer sich erhöht, können wir ja auch mehr Pfeile am Stück schießen. Denke ich mal. Das ist ja auch die Ausdauerleiste, die ja runtergeht, wenn wir Pfeile schießen. Einfach ganz normal. Dann denke ich mal, dass sich das auch erhöht. Mann. Tschüss. Kann ich mich hier eigentlich hier hinstellen? Und dass die jetzt kommen? Okay, die kommen. Ah, ich werde von dem Turm abgeschossen. Okay. Okay, das geht nicht. Weil ich muss irgendeine sichere Zone. Ich glaube, hier hoch, wenn ich hier hoch gehe. Mal so ein bisschen abseits. Der Bogenschütze kommt. Hau ab. Danke. So, gut. Der Schwarzgeist. Hey, ihr habt das gesehen. Na, habt ihr das gesehen? Das ist unsere Stärke. Es ist eine Schande, dass der Hauptmann das nicht sehen konnte. Schön, schön. Banditen ausmerzen 2. Warum zeigen wir den Anführer der Menschen nicht, dass es nichts zu befürchten gibt? Okay. Stellen wir unsere Stärke erneut unter Beweis. Ich glaube, was diese Menschen brauchen, sind die Befehle der Banditen. Besorgt Befehle von einem Raubzughauptmann der Banditen und einem Verteidigungshauptmann der Banditen. Cool, jetzt müssen wir Befehle sammeln, also Befehle finden. Ah, da vorne. Nee, ne? Okay, wir müssen also 4 Befehle sammeln, okay. Mal gucken, was die für Befehle haben. Oder haben wir den einen schon? Okay. Gut, der hatte keinen Befehl dabei. Nur was er hier sagt. Sag mir bitte, du hast einen Befehl dabei. Wenn die sehr unorganisiert, sind sie auch sehr unorganisiert. Oh Mann. Da vorne. Der hat auch keinen dabei gehabt. Kann doch nicht sein, dass sie keine Befehle haben. Ich drücke immer falsch. Hallo? Hilfe. Ich drücke anstatt Schiff. Oh, Magier ist das. Oh, Magierklasse. Ich drücke anstatt Schiff, drücke ich STG und dann unter die Maus auswählen. Auch nix. Was? Wir haben bis jetzt erst einen. Kann nicht sein.
Gehen wir mal hier vor. Vorne ist einer. Oh. Ups. Da habe ich wohl die Schwarzgeist-Ding aktiviert. Schön. Also die Attacke ist schon nicht schlecht. Und wenn wir sie schon haben, dann können wir sie auch einsetzen, ne? Das müssen wir irgendwo hin. Ich glaube, hier kann man keine ruhige Ecke, oder? Nee. Weiß nicht, haben wir hier eine ruhige Ecke? Hier haben wir eine ruhige Ecke, gut. Hehe, sie waren es nicht wert, Hauptmänner genannt zu werden. Wir sind keine Hauptmänner, aber stärker als sie. Okay, das stimmt. Wie kommt der denn bitte hier hin? Runtergefallen. Wo bin ich? Hilfe. Ne, die Kamera ist. Ist der da gerade über uns? Was ist denn das jetzt? Kamera? Ja, wir probieren mal. So. Shaker als sie, genau. So. Auf der Suche nach verschwundenen Soldaten. Wusstet ihr, dass ein Typ namens Biragi in der Höhle ist? Es scheint einen Soldaten zu geben, der versucht, Biragi zu ermorden und dort stecken geblieben ist. Das macht irgendwie keinen Sinn. Schaut, da ist ein schimmerndes Licht in der Nähe des Leuchtfeuers. Ich bin neugierig. Lasst uns das überprüfen. Werden wir ihn retten? Ich weiß nicht. Lass uns zuerst nachsehen. Ja, erstmal gucken, was Sache ist, ne? Müssen wir jetzt hin? Da hoch? Nee. Doch, wir müssen da hoch. Okay. Kommen wir hier hoch? Kommen wir nicht. Toll. Schön, dass sie uns hier runtergeschubst haben. Gut, dann müssen wir halt außen rum. Ist jetzt auch nicht so schwer. Müssen wir wirklich auf den Turm da hoch? Okay. Ernsthaft jetzt? Ist dein Ernst? Kann ich hier nicht hoch? Kann ich so da hoch? Nee. Mann, wieso bin ich jetzt hier schon wieder runtergefallen? Kann ich hier die Mauer hoch? Ah, die Mauer kann ich hoch. Gut. Ey, das ist doch ernsthaft? Also, wie kann man denn da immer durch die Lücke fallen? Warte, erstmal Ausdauer ein bisschen sammeln. Komm ich hoch. Dann komme ich denn jetzt nicht mehr hoch. Ach, komm schon. Kann doch nicht sein. Wie oft mir hier runterfällt. So. Jetzt aber. Da ist er ja. Schleudert Leuchtfeuer. Etuna. I was a part of a Serendia Bandit Punitive Force. Ihr habt euch wirklich gegen alle die Banditen durchschlagen können. Wie stark ihr seid. Wir sind sehr stark. Seid ihr hier, um mich zu retten? Danke. Stimmt es, dass ihr euch den Hauptmann getroffen habt? Dass ihr auch den Hauptmann getroffen habt? Ja. Und ja. Gut. Für einen sicheren Fluchtweg sorgen. Man kann von hier aus sehen, wie systematisch der Banditenunterschlupf aufgebaut ist. Das Herz der Verteidigung ist der Wachturm. Die Wachtürme erschweren uns das Eindringen. Ich werde anderen über die Gefahr hier berichten. Könntet ihr den Wachturm zerstören, um die Banditen abzulenken? Ja, ich weiß ja, wie viel müssen wir denn machen? Kommt drauf an. Schatzkammer der Banditen. Oh Gott. Okay, ich warte hier schon so lange auf Rettung. Gott sei Dank habt ihr mich gefunden. Aber ich kann hier nicht einfach weg. Ich sehe etwas Interessantes. Seht ihr den
ausgetrockneten Bohnen dort unten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, doch ich lag falsch. Ich sah, wie Banditen den Brunnen hinabstiegen, wie in eine Geheimkammer. Ich glaube, das ist die Schatzkammer der Banditen. Bitte schaut selbst einmal nach und erzählt anderen Soldaten davon. Gut, dann würde ich sagen, warten hier oben auf die nächste Folge. Ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann, ja, dann gucken wir mal, was in der Schatzkammer ist in der nächsten Folge. Ich hoffe, da ist was zu holen. Nicht, dass die jetzt alles schon ausgeräumt haben. Dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.